meine lieben Kreativpfötchen, schön, dass ihr da seid. Und auch hallo an all die Neuen, schön, dass ihr da seid. Wir probieren heute gemeinsam das Watercolor Set Wachs aus. Also das Wachs Resist Watercolor Set nennt sich das Ganze zu Deutsch Wachsresistente Aquarellfarben Set. Wir haben hier drin 10 Stifte, also 10 Aquarellstifte, ein Aquarellpinsel und ein Wachsresistentstift. Wir schauen mal. Ich bin total begeistert. Gekostet hat das Ganze 1,59 Euro, wenn ich richtig bin. Und wir schauen uns heute an, ob es das wert ist oder ob wir eher sagen, nee, braucht man nicht zu kaufen. So. Das sind die ganzen. Hier haben wir die 10 Stifte, also die 10 Farben. Hier haben wir das, den Wachsstift. Und hier haben wir den Aquarellpinsel, also den Wasserpinsel. Erstmal dran riechen. Also die Stifte riechen neutral. Und das Wachs riecht ebenfalls neutral, fühlt sich aber anders an. Also man merkt, die Konsistenz ist eine andere. Ich gehe hier erstmal Wasser reinfüllen und wir sehen uns gleich wieder. Wir haben Wasser drin. Das heißt, wir können jetzt anfangen. Und ich habe mir verschiedenes Papier zurechtgelegt. Also erstmal das ganz normale Actionpapier aus dem Block mit den weißen, schwarzen und braunen Cardstock. Und dem Papier habe ich einmal Cardstock in weiß, schwarz und braun. Und einmal das Action, also das Aquarellpapier vom Action 190er Grammatur. Notfalls, wenn die beiden nicht gut funktionieren, habe ich auch nochmal anderes Papier am Start. Und wir swatchen das Ganze erstmal. Damit wir die Farben sehen. Ich schiebe das mal ein bisschen weiter hoch. Immerhin haben wir 10 davon. So. Also tatsächlich, das Malen fühlt sich an wie, wie ganz normale Wachskreide. Wie wir die von den Kindern kennen. So, und dann das letzte. Und hier haben wir unser Wassertankpinsel. Und versuchen das Ganze mal zu verschieben. Also es kann jetzt gut sein, dass es an diesem Papier liegt. Aber hier lösen sich die... seht ihr das? Die Pigmente lösen sich nicht richtig. Was super, super schade ist, weil das ganze Prinzip funktioniert nur, wenn sich die Pigmente lösen lassen. Wir probieren auch gleich nochmal, ob wir... es verblenden lassen können, also ob wir zwei Farben ineinander übergehen lassen können. Das ist
Also wirklich anlösen lassen sie sich nicht. Na komm. Ich weiß nicht, ich bin gerade etwas. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Aber wir haben ja auch nochmal anderes Papier, um das Ganze zu testen. Probieren wir. Ja, diese, das ist zwar dreckig, aber das ist jetzt also schon benutzt, aber das ist nicht schlimm. Nicht runterkullern. Probieren wir mal das Ganze ein bisschen zu verblenden. So, und wir geben noch mal eine Schicht Gelb drüber. Schieben hier die noch mal ein bisschen rein, hier die ein bisschen rein. Also sie vermischen sich, ja. Aber wirklich so begeistert bin ich jetzt nicht. Schaut euch das mal an, was sagt ihr dazu? Ja, es ist, also es mischt sich in der Mitte definitiv. Aber ich weiß nicht, bin ich so begeistert? Gucken wir mal, ob das auf einem glatteren Blatt Papier vielleicht einfach besser geht. So, das ist viel, viel glatter. Und ich kann mir nicht helfen, es fühlt sich einfach an wie Wachsstifte. Ja, wir haben hier die... Wir haben Pigmentkrümelchen. Und es will sich einfach nicht verblenden lassen. Wir schieben die Pigmente eher runter, als dass wir sie vermischen und haben dann, schaut mal, seht ihr das hier, haben dann Pigmentflecken, also Pigmentkrümelchen hier rumliegen. Könnte auch Papier sein. Ich glaube aber tendenziell eher nicht. Deshalb meine ich, es fühlt sich eher an, als wäre es ein Wachsstift. Das hier ist übrigens das Aquarellpapier vom Action. Und das hier ist das aus dem ganz normalen Block mit dem Cardstock. Da ich mir dachte, dass vielleicht ein etwas glatteres Papier da hilfreicher sein könnte. Hier drauf löst es sich auch angenehmer. Ich nehme mal eine dunklere Farbe. Wir nehmen mal Blau. Und schauen mal, inwieweit sich das lösen lässt. Ich
Hier lässt es sich tatsächlich besser anlösen. Man merkt aber, dass das Papier nicht für die Technik geeignet ist. Also das ist ja gar nicht, überhaupt nicht dafür gemacht. Aber wenn wir die Ergebnisse vergleichen von dem Blau, lässt es sich hier besser verblenden, aber das Papier geht auch eher kaputt. Hier bleibt das Pigment halt auf dem Papier sitzen und es verschiebt sich nur ein bisschen. So dass die Stift, also dass die Linien noch zu sehen sind. Probieren wir mal diesen Effekt, den man uns versprochen hat. Einmal und ohne drüber malen. Sähe es dann so aus. Das sind dann die Ergebnisse. Einmal mit dem Wachsstift, ohne mit dem Wasser drüber zu malen und einmal mit dem Wasser. Ganz begeistert bin ich jetzt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir probieren es einfach nochmal auf besserem Papier. Das habe ich mir schon für die für ein nächstes Video zurechtgelegt. Hier. Das ist ein Hahnemühle-Papier. Britannia 300 Gramm. Das ist ein sehr, sehr teures Papier. Also was heißt sehr, sehr teuer? Aber es ist ein teureres Papier, sagen wir es mal so. Und theoretisch müsste das gut klappen. Nehmen wir mal grün. Denn die Farben sind unglaublich schön. Also die Farbauswahl, die wir haben, ist nicht schlecht. Die Farben selber sind auch sehr schön. Wir haben, ihr seht, hier sieht man das. Diese Krümel, die vom Stift runterfallen. Ein bisschen lässt es sich schieben. Aber nicht wirklich. Naja, hier hat sich das Papier aufgelöst und hier wollten die Pigmente sich nicht schieben lassen. So ein bisschen können wir es schieben. Aber es ist jetzt nicht wirklich, wie soll ich sagen, Medium meiner Wahl. Ich weiß nicht. Begeisterung sieht anders aus. Vielleicht habt ihr das Set ja schon und habt andere Erfahrungen damit gemacht. Dann schreibt mir das super gerne mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Auch das super, super gerne in die Kommentare. Würde mich echt megamäßig interessieren, wie ihr das seht. Wirklich begeistert bin ich nicht. Also so gar nicht. So überhaupt gar nicht.
Also die Tiefsitzenden lassen sich nicht gut anlösen. Die Obendraufsitzenden super. Also da kann man echt schöne Effekte mit erzielen. Ich denke, verbrauchen werde ich es. Aber Begeisterung. Sieht tendenziell anders aus. Hier hatte ich das Wachs drunter gegeben und man sieht gar nichts mehr davon. Muss ich wahrscheinlich. Toll. Wenn man zu doll aufdrückt, muss ich wahrscheinlich ein ganzes durch die Tiefe des Blattes. Ja, da sieht man es dann. Was soll denn passieren? Laut Verpackung soll man, wenn man es vermalt, die Striche wieder sehen. Und wir sehen anhand der Körnung, würde ich sagen, dass es Aquarellpapier ist. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Also, ich weiß nicht. Draw your design with the white wax resist stick. Das ist dieser hier, wenn er nicht abgebrochen wäre, also der hier. Use the colored watercolor crayons to color in areas. Okay. Untwist the aqua pen and fill the barrel with water. Once closed, squeeze the barrel gently to release the water. Use the brush tip to paint over the colored crayon and white wax resist to reveal your beautiful art. Okay, haben wir gemacht. Nur, ja okay, wirklich wundervolle Kunst ist das jetzt nicht. Es ist ein Punkt. Aber ich bin auch nicht begeistert. Drehen wir mal das um. Und probieren wir es nochmal. Bisschen gently. Also vor dem Wasser sieht man das Herz relativ gut, aber nicht zufriedenstellend. Und wir sollen das jetzt verblenden mit dem Wasser. Und dann soll das Herz, also das, was wir mit dem Wachs gemalt haben, deutlicher zum Vorschein kommen. Vielleicht, wenn wir es abtupfen. Ja, leicht, aber ich bin auch eben mit dem Pinsel immer wieder drüber. Probieren wir das Ganze nochmal hier. Und dann nochmal hier oben. So sehen wir es überhaupt nicht. Also im Vergleich zu eben war es ja richtig gut zu sehen. Wenn ich das jetzt male, ja, es verwischt sich. So, die Pigmente gehen auch relativ zu lösen. Wir sehen halt immer noch
wo das ursprüngliche Pigment auflag. Seht ihr das? Genau, hier das, da lag das ursprüngliche Pigment auf. Und unser Herz ist leicht hier unten zu erahnen. Vielleicht mit ein bisschen Tupfi drüber. Nein, mit Tupfi wird es nicht wirklich besser. Ich weiß nicht. Also so klar wie in der Beschreibung wird es auf keinen Fall. Und wirklich begeistert bin ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Machen wir mal die Wet and Wet. Also ich mache mir hier das erstmal nass und dann nehme ich mir einen Stift und male da ein bisschen drüber, weil mit Aquarell kann man das ja. Dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, bin wirklich nicht begeistert. Also, ich habe es jetzt nochmal auf Schwarz ausprobiert. Gibt einen interessanten Effekt, aber wirklich sehen. Also ich kann mir vorstellen, dass man damit coole Sachen macht, aber so wie es soll, funktioniert es nicht. Und auf Braun auch nicht wirklich. Ich weiß, das Papier ist nicht dafür geeignet. Dafür hatte ich ja hier das Hahnemühle. Und wie ihr seht, es löst sich nicht wirklich an. Das will es einfach nicht und das, ja, tut es einfach nicht. Auch auf dem vom Action löst es sich nicht so ordentlich an, wie es sollte. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe sie jetzt, ich werde sie für irgendetwas benutzen. Aber von mir ist es definitiv keine Kaufempfehlung. Vielleicht habt ihr sie ja. Und falls ihr sie habt und sagt, ey, die sind mega cool, was willst du eigentlich? Schreibt es mir super gerne in die Kommentare. Wenn ihr sie euch gekauft habt und sagt, ey, für mich funktionieren die auch nicht, auch das super, super gerne in die Kommentare. Das interessiert mich brennend, wie ihr das seht. Meins ist es nicht. Für mich ist es komplett durchgefallen. Ich kann auch ehrlich gesagt nicht sagen, kauft es euch, also nicht guten Gewissens. Keinerlei Kaufempfehlung. Dafür sind die einfach, ja, sie tun nicht das, was sie wollen. Für Aquarellstifte lassen sie sich nicht ordentlich verblenden. Was mir eben aufgefallen ist, wenn ich hier das nehme und ich male dann mit dem hier drüber, kratzt es teilweise das Wachs wieder runter. Und ihr seht, man hat diese dicken Pigmentstückchen, also die dicken Stiftteilchen. Funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Sie geben mir das Gefühl von Wachs, so von der Griffigkeit. Für mich komplett durchgefallen. Wie gesagt, schreibt mir super gerne in die Kommentare. Eure Meinung interessiert mich brennend. Wenn euch das Video geholfen hat oder euch gefallen hat oder vielleicht sogar beides, lasst ihm super gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Ihr kennt das Spiel. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt und ihr wollt nichts mehr von mir verpassen, da ich immer noch keine Upload-Tage habe, würde ich sagen, abonniert den Kanal einfach, aktiviert die Glocke, dann benachrichtigt euch YouTube jedes Mal, sobald ich was Neues hochgeladen habe und ihr verpasst einfach nichts mehr von mir. Und ansonsten habt einen wunderschönen Tag, genießt eure Zeit, bleibt kreativ und wir sehen uns.